Evangelium St. Johannes, Kapitel 1. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheinet in der Finsternis. Und die Finsternis haben es nicht begriffen. Es warte ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Derselbe kam zum Zeugnis, dass er von dem Licht zeugete, auf das sie alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern dass er zeugete von dem Licht. Das war das wahrhaftige Licht, welches allen Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Es war in der Welt, und die Welt ist durch dasselbe gemacht, und die Welt kannte es nicht. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Welche nicht von dem Geblüt, noch von dem Willen des Fleisches, noch von dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnet unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohns vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeuget von ihm, rufet und spricht: Dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, von der vor mir gewesen ist, denn er war ehe denn ich. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade, denn das Gesetz ist durch Mosen gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesum Christ geworden. Niemand hat Gott gesehen, denn der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat es uns verkündiget. Und dies ist das Zeugnis Johannes, die da Juden sandten von Jerusalem, Priester und Leviten, und dass sie ihn fragten: Wer bist du? Und er bekannte und leugnet nicht. Und er bekannte: Ich bin nicht Christus. Und sie fragten ihn: Was denn, bist du Elias? Und er sprach: Ich bin's nicht. Bist du ein Prophet? Und er antwortet: Nein. Da sprachen sie zu ihm: Was bist du denn? Dass wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben. Was sagest du von dir selbst? Er sprach: Ich bin eine Stimme eines Predigers in der Wüsten. Richtet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesajas gesagt hat. Und die gesandt waren, die waren von den Pharisäern, und fragten ihn und sprachen zu ihm: Warum täufest du, so du nicht Christus bist, noch Elias, noch ein Prophet? Johannes antwortete ihnen und sprach: Ich taufe mit Wasser, aber ist mitten unter euch getreten, den ihr nicht kennet. Der ist's, der nach mir kommen wird, welcher vor mir gewesen ist, dass ich nicht wert bin, dass ich seinen Schuhriemen auflöse. Dies geschah zu Betharaba, jenseits des Jordan, da Johannes taufet. Des anderen Tages sieht Johannes Jesum zu ihm kommen und spricht: Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Dieser ist's, von dem ich euch gesagt habe: Nach mir kommt ein Mann, welcher vor mir gewesen ist, denn er war ehe denn ich. Und ich kannte ihn nicht, sondern auf dass er offenbar würde in Israel. Darum bin ich kommen zu taufen mit Wasser. Und Johannes zeugete und sprach: Ich sah, dass der Geist Gottes herabfuhr wie eine Taube vom Himmel und blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte zu taufen mit Wasser, derselbe sprach zu mir: Über welchem du sehen wirst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben. Desselbige ist's, der mit dem Heiligen Geist taufet. Und ich sah es und zeugete, dass dieser ist Gottes Sohn. Des anderen Tags stand abermals Johannes und zween seiner Jünger, und als er sah Jesum wandeln, sprach er: Siehe, das ist Gottes Lamm. Und zween seiner Jünger hörten ihn und folgeten Jesu nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen: Was suchet ihr? Sie aber sprachen zu ihm: Rabbi, das ist verdolmischt Meister, wo bist du zur Herberge? Er sprach zu ihnen: Kommt und seht's. Sie kamen und sahen's und blieben denselbigen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Einer aus den Zween, die von Johannes hörten und Jesus nachfolgten, war Andreas, der Bruder Simonis Petri. Derselbe findet am ersten seinem Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, welches verdolmetscht der Gesalbte, und führet ihn zu Jesu. Da ihn Jesus sah, sprach er: Du bist Simon, Jonas Sohn, du sollst Kephas heißen. Das ist verdolmetscht ein Fels. Des anderen Tages wollte Jesus wieder in Galiläen ziehen und findet Philippum. Und er spricht zu ihm: Folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida aus,
der Stadt Andreas und Peters. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von welchem im Gesetz des Propheten geschrieben haben, Jesum Josef, Sohn von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm: Was kann von Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh. Jesus sah Nathanael zu sich kommen und spricht zu ihm: Siehe, ein rechter Israeliter, in welchem kein Falsch ist. Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Ehe denn dir Philippus rief, da du unter dem Feigenbaum warest, sah ich dich. Nathanael antwortete und spricht zu ihm: Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du gläubest, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum. Du wirst noch Größeres denn das sehen. Und spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, sage ich euch, von nun an werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren auf des Menschen Sohn. Evangelion St. Johannes, Kapitel 2. Und am dritten Tage war deine Hochzeit zu Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger wurden auch auf die Hochzeit geladen, und da es an Wein gebrach, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben nicht Wein. Jesus spricht zu ihr: Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Meine Stunde ist noch nicht kommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch saget, das tut. Es war aber allda 6 steinern Wasserkrüge gesetzt nach der Weise der jüdischen Reinigung und ging in zu je einen 2 oder 3 Maß. Jesus spricht zu ihnen: Füllet die Wasserkrüge mit Wasser, und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpfet nu und bringet's dem Speisemeister, und sie brachten's. Als aber der Speisemeister kostet den Wein, der Wasser gewesen war, und wusste nicht, von wannen der er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, rufet der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jedermann gibt zum Ersten guten Wein, und wenn sie trunken worden sind, alsdann den geringeren. Du hast aber den guten Wein bisher behalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen zu Kana in Galiläa, und offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger gläubten an ihn. Danach zog er hinab gen Kapernaum, er, seine Mutter, seine Brüder und seine Jünger, und bleib nicht lange daselbst. Und der Jüden Ostern war nah, und Jesus zog hinauf gen Jerusalem und fand im Tempel sitzen, da die Ochsen, Schaf und Tauben Pfeil hatten und die Wechsler. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt Schafen und Ochsen, und verschüttete den Wechslern das Geld und stieß die Tische um und sprach zu denen, die Tauben Pfeil hatten: Traget das von dannen und machet nicht meines Vaters Hause zum Kaufhause. Seine Jünger aber gedachten dran, dass geschrieben steht: Der Eifer um dein Haus hat mich fressen. Da antworteten nun die Juden und sprachen zu ihm: Was zeigest du uns für ein Zeichen, dass du solches tun mögest? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Brechet diesen Tempel, und am dritten Tage will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden: Dieser Tempel ist nun 46 Jahre erbaut, und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er aber redet von dem Tempel seines Leibes. Da er nun auferstanden war von den Toten, gedachten seine Jünger dran, dass er dies gesagt hatte, und glaubten der Schrift und der Rede, die Jesus gesagt hatte. Als er aber zu Jerusalem war, in den Ostern auf dem Fest, glaubten viel an seinem Namen, da sie die Zeichen sahen, die er tät. Aber Jesus vertraut sich ihnen nicht, denn er kannte sie alle und bedurfte nicht, dass jemand Zeugnis gebe von einem Menschen, denn er wusste wohl, was im Menschen war. Evangelium St. Johannes, Kapitel 3. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster unter den Juden. Der kam zu Jesu bei der Nacht und sprach zu ihm: Meister, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott kommen. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete ihm und sprach ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er auch wiederum in seiner Mutterleib gehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus dem Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was vom Geist geboren wird, das ist Geist. Lass dich nicht wundern, dass ich dir gesagt habe, ihr müsstet von Neuem geboren werden. Wo der Wind bläset, wo er will, und du hörest sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, von wannen er kommt und wohin er fähret.
Also ist ein jeglicher, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie mag solch zugehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, bist du ein Meister in Israel und weißt es das nicht? Weil ich wahrlich ich sage, die wir reden, das, was wir wissen und zeugen, das, was wir gesehen haben, und ihr nehmet unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, wie würdet ihr glauben, wenn ich von himmlischen Dingen sagen würde? Und niemand fährt gen Himmel, denn der vom Himmel erniedergekommen ist, nämlich des Sohnen Mensch, nämlich des Menschen Sohn, der im Himmel ist. Und wie Moses in den Wüsten eine Schlange erhöht hat, also muss des Menschen Sohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Also hat Gott die Welt geliebet, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht gesandt in die Welt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn selig werde. Wer an ihn glaubet, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubet, der ist schon gerichtet, denn er glaubet nicht an den Namen des eingeborenen Sohn Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt kommen ist und die Menschen liebeten die Finsternis mehr denn das Licht, denn ihre Werk waren böse. Wer Arges tut, der hasset das Licht und kommt nicht an das Licht, auf das sein Werk nicht gestraft werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt an das Licht, dass sein Werk offenbar werden, denn sie sind in Gott getan. Danach kam Jesus und seine Jünger in das jüdische Land und hatte da selbst sein Wesen mit ihnen und täufet. Johannes aber täufet auch noch zu Enon nahe bei Salem, denn es war viel Wassers da selbst, und sie kamen dahin und ließen sich täufen. Denn Johannes war noch nicht ins Gefängnis gelegt, da erhob sich eine Frage unter den Jüngern Johannes samt den Juden über die Reinigung und kamen zu Johannem und sprachen zu ihm, Meister, der bei dir war jenseits dem Jordan und dem du zeugetest, siehe, der täufet und jedermann kommt zu ihm. Johannes antwortete und sprach, ein Mensch kann nichts nehmen, es werde ihm denn gegeben vom Himmel. Ihr selbst seid meine Zeugen, dass ich gesagt habe, ich sei nicht Christus, sondern vor ihm hergesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund aber des Bräutigams steht und höret ihm zu und freut sich über des Bräutigams Stimme. Dieselbige meine Freude ist nun erfüllet. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Der von oben her kommt, ist über alle. Wer von den Erden ist, der ist von der Erden. Und er redet von der Erden. Der vom Himmel kommt, der ist über alle und zeuget, was er gesehen und gehöret hat. Und sein Zeugnis nimmt niemand an. Wer es aber annimmt, der versiegelt's, dass Gott wahrhaftig sei. Denn welchen Gott gesandt hat, der redet Gottes Wort. Denn Gott gibt den Geist nicht nach dem Maß. Der Vater hat den Sohn lieb und hat ihm alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubet, der hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht glaubet, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Evangelium St. Johannes, Kapitel 4. Da nun der Herr innen war, das für die Pharisäer kommen war, wie Jesus mehr Jünger machet und täufet denn Johannes, wiewohl selber Jesus selber nicht taufet, sondern seine Jünger, verließ er das Land Judäa und zog wieder in Galiläen. Er musste aber durch Samarien reisen. Da kam er in eine Stadt Samaria, die heißt Sichar, nahe bei dem Dörflein, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber selbst Jakobs Brunnen. Da nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich also auf den Brunnen, und es war um die sechste Stunde. Da kommt ein Weib von Samaria, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, dass sie die Speise kauften. Spricht nun das samaritische Weib zu ihm, wie bittest du von mir trinken, so du ein Jude bist und ich ein samaritisch Weib? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du erkanntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir saget, gib mir trinken, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Sie spricht zu ihm das Weib, Herr, hast du doch nichts, damit du schöpfest, und der Brunnen ist tief, woher hast du denn lebendig Wasser? Bist du mehr denn unser Vater Jakob, der uns von diesem Brunnen gegeben hat, und er hat daraus getrunken, und seine Kinder und sein Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer dies Wasser trinket, den wird wieder dürsten. Wer aber des Wassers trinken wird, das ich ihm gebe, den wird ewiglich nicht dürsten, sondern
Das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm ein Brunnen des Wassers werden, das in das ewige Leben quillet. Spricht das Weib zu ihm, Herr, gib mir dasselbige Wasser auf, dass mich nicht dürste und dass ich nicht herkommen müsse zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, geh hin und rufe deinen Mann und komm her. Das Weib antwortet und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und den du nun hast, der ist nicht dein Mann. Da hast du recht gesagt. Das Weib spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unser Väter haben auf diesem Berge angebetet und ihr sage zu Jerusalem sei die Stätte, da man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr, Weib, glaube mir, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch zu Jerusalem werdet den Vater anbeten. Ihr wisset nicht, was ihr anbetet, wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, dass die wahrhaftigen Anbeter werden den Vater anbeten im Geist und in der Wahrheit. Denn der Vater will auch haben, die ihn also anbeten. Gott ist ein Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten, spricht das Weib zu ihm. Ich weiß, dass Messias kommt, der da Christus heißt. Wenn derselbe gekommen wird, so wird er es uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin's, der mit dir redet. Und über dem kamen seine Jünger, und es nahm sie Wunder, dass er mit dem Weibe redet. Da sprach niemand, was fragest du oder was redest du mit ihr? Da ließ das Weib ihren Krug stehen und ging hin in die Stadt und spricht zu den Leuten, kommet, sehe ein Mensch, der mir gesagt hat, alles, was ich getan habe, ob er nicht Christus sei. Da gingen sie aus der Stadt und kamen zu ihm. Indes aber ermahnten ihn die Jünger und sprachen, Rabbi, iss. Er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, da wisset ihr nicht von. Da sprachen die Jünger untereinander, hat ihm jemand zu essen gebracht. Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen des, der mich gesandt hat, und vollende sein Werk. Saget ihr nicht selber, es sind noch 4 Monden, so kommt die Ernte. Siehe, ich sage euch, hebet eure Augen auf und seht in das Feld, denn es ist schon weiß zur Ernte. Und wer da schneit, der empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, auf das sich miteinander freuen, der da sät und der da schneit. Denn hier ist der Spruch, dieser sät, der andere schneit. Ich habe euch gesandt zu schneiden, dass ihr nicht gearbeitet. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Ernte gekommen. Es glaubten aber an ihn viel der Samariter aus derselbigen Stadt um des Weibes Rede willen, welches erzeugte, er hat mir gesagt, alles, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, dass er bei ihnen bliebe, und er blieb 2 Tage. Und vielmehr glaubten um seines Wortes willen und sprach zum Weibe, wir glauben nun fort nicht um deiner Rede willen, wir haben selber gehört und erkannt, dass dieser ist wahrlich Christus, der Welt Heiland. Aber nach 2 Tagen zog er von dannen und zog in Galiläen. Denn er selber, Jesus, zeugte, dass ein Prophet daheim nichts gilt. Da er nun in Galiläen kam, nahmen ihn die Galiläer auf, die gesehen hatten alles, was er zu Jerusalem aufs Fest getan hatte, denn sie waren auch zum Fest kommen. Und Jesus kam abermal gen Kana in Galiläa, dass er das Wasser hatte zu Wein gemacht. Und es war ein königischer, des Sohn lag krank zu Kapernaum. Dieser höret, dass Jesus kam aus Judäa in Galiläen und ging zu ihm und bat ihm, dass er hinabkäme und hülfe seinem Sohn. Denn er war todkrank, und Jesus sprach zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Der Königische sprach zu ihm, Herr, komm hinab, ehe der mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm, gehe hin, dein Sohn lebet. Der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte, und ging hin. Und indem er hinabging, begegneten ihm seine Knechte und verkündigten ihm und sprachen, dein Kind lebet. Da forschet er von ihnen die Stunde, in welcher es besser mit ihm worden war. Und sie sprachen zu ihm, gestern um die 7. Stunde verließ ihn das Fieber. Da merket der Vater, dass um die Stunde wahre, in welcher Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und er glaubt mit seinem ganzen Hause. Das ist nun das andere Zeichen, das Jesus tat, da er aus Judäa in Galiläen kam. Evangelium St. Johannes, Kapitel 5. Danach war ein Fest der Juden, und Jesus zog hinauf gen Jerusalem. Es ist aber zu Jerusalem bei dem Schafhaus ein Teich, der heißt es auf Hebräisch Bethesda, und hat 5 Hallen, in welchen lagen viele Kranken, Blinden, Lahmen, Dürren, die warteten, wenn sich das Wasser beweget. Denn ein Engel fuhr herab zu seiner Zeit in den Teich und beweget das Wasser. Welcher nun der Erste, nachdem das Wasser beweget war, hineinstieg, der ward gesund, mit welcherlei Seuche er behaftet war. Es war aber ein Mensch, der selbst 38 Jahre krank gelegen,
Da Jesus denselbigen sah liegen und vernahm, dass er so lang gelegen war, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Der Kranke antwortet ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, wenn das Wasser sich bewegt, der mich in den Teich lasse, und wenn ich komme, so steiget ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm deine Bette und geh hin. Und also ward der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Es war aber desselbigen Tags der Sabbat. Da sprachen die Juden zu dem, der gesund war worden, es ist heute Sabbat, es ziemt dir nicht, das Bette zu tragen. Er antwortet ihnen, der mich gesund machet, der sprach zu mir, nimm dein Bett und geh hin. Da fragten sie ihn, wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm dein Bett und geh hin? Der aber gesund worden war, wusste nicht, wer er war, denn Jesus war gewichen, da so viel Volks an dem Ort war. Danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm, sieh zu, du bist gesund worden, sündige fort nicht mehr, dass dir nicht etwas Ärgers widerfahre. Der Mensch ging hin und verkündigte den Juden, es sei Jesus, der ihn gesund gemacht habe. Darum verfolgten ihn die Juden Jesum und suchten ihn zu töten, da er solches getan hatte auf den Sabbat. Jesus aber antwortet ihnen, mein Vater wirket bisher. Und ich wirke auch, darum trachten ihm die Juden nur viel mehr nach, dass sie ihn töten, dass er nicht allein den Sabbat brach, sondern saget auch, Gott sei sein Vater und machet sich selbst Gotte gleich. Da antwortet Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von ihm selber tun, denn was er sieht, den Vater tun, denn was derselbige tut, das tut gleich auch der Sohn. Der Vater aber hat den Sohn lieb und zeiget ihm alles, was er tut, und wird ihm noch größer Werk zeigen, dass ihr euch verwundern werdet. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und machet sie lebendig, also auch der Sohn machet lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gerichte hat er dem Sohn gegeben, auf dass sie alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehret, der ehret den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort höret und gläubet dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gerichte, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die Toten werden die Stimme des Sohnes Gottes hören, und die sie hören werden, die werden leben. Denn wie der Vater das Leben hat in ihm selber, also hat er dem Sohn gegeben, das er Leben zu haben in ihm selber. Und hat ihm Macht gegeben, auch das Gerichte zu halten, darum, dass er des Menschen Sohn ist. Verwundert euch des nicht, denn es kommt die Stunde, in welche alle die in den Gräbern sind, werden seine Stimme hören und werden hervorgehen, die dafür Guts getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Übels getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Ich kann nichts von mir selber tun. Wie ich höre, so richte ich, und mein Gericht ist recht. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den des Vaters Willen, der mich gesandt hat. So ich von mir selbst zeuge, so ist mein Zeugnis nicht wahr. Ein ander ist, der von mir zeuget, und ich weiß, dass das Zeugnis wahr ist, dass er von mir zeuget. Ich schicke zu Johanne, und er zeugt von mir von der Wahrheit. Ich aber nehme nicht Zeugnis von Menschen, sondern solch sage ich, auf dass ihr selig werdet. Er war ein brennend und scheinend Licht, ihr aber wolltet eine kleine Weile fröhlich sein von seinem Lichte. Ich habe ein größer Zeugnis, denn Johannes Zeugnis. Denn die Werke, die mir der Vater gegeben hat, dass ich sie vollende, dieselbigen Werk, die ich tue, zeugen von mir, dass mich der Vater gesandt habe. Und der Vater, der mich gesandt hat, derselbe, der von mir gezeuget, ihr habt nie weder seine Stimme gehört noch seine Gestalt gesehen. Und sein Wort habt ihr nicht in euch wohnen, denn ihr glaubet dem nicht, den er gesandt hat. Suchet in der Schrift, denn ihr meinet, ihr habt ewiges Leben drinnen, und sie ist's, die von mir zeuget. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben haben möchtet. Ich nehme nicht Ehre von Menschen, aber ich kenne euch, dass ihr nicht Gottes Liebe in euch habt. Ich bin kommen in meines Vaters Namen, und ihr nehmet mich nicht an. So einander wird in seinem eigenen Namen kommen, denn den werdet ihr annehmen. Wie könnt ihr glauben, dass ihr Ehre voneinander nehmet, und die Ehre, die von Gott alleine ist, suchet ihr nicht. Ihr sollt nicht meinen, dass ich euch vor dem Vater verklagen werde. Es ist einer, der euch verklaget, der Moses, auf welchen ihr hoffet. Wenn ihr Mose glaubtet, so glaubtet ihr auch mir, denn er hat von mir geschrieben. So ihr aber seine Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben?
Evangelium St. Johannes, Kapitel 6. Danach fuhr Jesus weg über das Meer an der Stadt Tiberias in Galiläa. Und es zog ihm viel Volks nach, darum sie das Zeichen sahen, die er an den Kranken tät. Jesus aber ging hinauf auf einen Berg und satzte sich daselbst mit seinen Jüngern. Es war aber nahe die Ostern der Judenfest. Da hub Jesus seine Augen auf und sieht, dass so viel Volks zu ihm kommt, und spricht zu Philippo: Wo kaufen wir Brot, dass diese essen? Das saget er aber, ihn zu versuchen. Denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: 200 Pfennig wert Brot ist nicht genug unter sie, dass ein jeglicher ein wenig nehme. Er spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder Simonis Petri: Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrot und 2 Fische, aber was ist das unter so viele? Jesus aber sprach: Schaffet, dass sich das Volk lagere. Es war aber viel Gras an dem Ort, da lagerten sich bei 5000 Mann. Jesus aber nahm die Brot, dankete und gab es sie den Jüngern. Die Jünger, denen, die sich gelagert hatten, desselbigen gleich auch von den Fischen, wie viel er wollte. Da sie aber satt waren, sprach er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrigen Brocken, dass nichts umkomme. Da sammelten sie und füllten 12 Körbe mit Brocken von den 5 Gerstenbrot, die überblieben, denen, die gespeiset wurden. Da nun die Menschen das Zeichen sahen, dass Jesus tat, sprachen sie: Das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da Jesus nun merket, dass sie kommen würden und ihn haschen, dass sie ihn zum Könige machen, entwich er abermal auf dem Berg, er selbst alleine. Am Abend aber gingen die Jünger hinab an das Meer und traten in das Schiff und kamen über das Meer gen Kapernaum. Und es war schon finster geworden, und Jesus war nicht zu ihnen kommen. Und das Meer erhob sich von einer großen Winde. Da sie nun gerudert hatten bei 520 oder 30 Feldwegs, sahen sie zu Jesus auf dem Meere dahergehen und nahe bei der Schiff kommen, und sie furchten sich. Er aber sprach zu ihnen: Ich bin's, fürchtet euch nicht. Da wollten sie ihn in das Schiff nehmen, und alsobald war das Schiff am Lande, da sie hinfuhren. Des anderen Tages sah das Volk, dass diesseits des Meeres stund, dass kein anderer das Schiff da selbst war, denn dass einige darin seiner Jünger getreten waren, und dass Jesus nicht mit seinen Jüngern in das Schiff getreten war, sondern alleine seine Jünger waren weggefahren. Es kamen aber andere Schiffe von Tiberias nahe zu der Stätte, da sie das Brot gegessen hatten, durch des Herrn Danksagung. Da nun das Volk sah, dass Jesus nicht da war, noch seine Jünger, traten sie auch in die Schiffe und kamen gen Kapernaum und suchten Jesum. Und da sie ihn fanden jenseits des Meers, sprachen sie zum Rabbi: Wie bist du hergekommen? Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr suchet mich nicht darum, dass ihr Zeichen gesehen habt, sondern dass ihr von dem Brot gegessen habt und seid satt geworden. Wirket Speise nicht, die vergänglich ist, sondern die da bleibet in das ewige Leben, welche euch des Menschensohn geben wird. Denn denselbigen hat Gott der Vater versiegelt. Da sprachen sie zu ihm: Was sollen wir tun, dass wir die Werke Gottes wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubet, den er gesandt hat. Da sprachen sie zu ihm: Was tust du für ein Zeichen, auf das wir sehen und glauben dir? Was wirkest du? Unser Väter haben Manna gegessen in den Wüsten, wie geschrieben steht. Er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Moses hat euch nicht Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das rechte Brot vom Himmel. Denn es ist das Brot Gottes, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns alle Wege solch Brot. Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubet, den wird nimmermehr dürsten. Aber ich hab's euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und glaubet doch nicht. Alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, dem werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel kommen, nicht, dass ich meinem Willen tue, sondern des, der mich gesandt hat. Das ist aber der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nicht verliere von allem, das er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tage. Das ist aber der Wille des, der mich gesandt hat, dass wer den Sohn sieht und glaubet an ihn, hat das ewige Leben. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Da murrten die Juden darüber, dass er sagte: Ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Und sprachen: Ist dieser nicht Jesus, Josefs Sohn, des Vater und Mutter wir kennen? Wie spricht er denn: Ich bin vom Himmel kommen?
Jesus antwortete und sprach zu ihnen, murret nicht untereinander, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, dass ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Es steht geschrieben in den Propheten, sie werden alle von Gott gelehret sein. Wer es nun höret vom Vater und lernet, der kommt zu mir. Nicht, dass jemand den Vater habe gesehen oder der vom Vater ist, der hat den Vater gesehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mich glaubt, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Euer Väter haben Manna gegessen in der Wüsten und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, auf das, wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot vom Himmel kommen. Wer von diesem Brote essen wird, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch, welches ich geben werde, für das Leben der Welt. Da zankten die Juden untereinander und sprachen, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, werdet ihr nicht essen das Fleisch des Menschensohnes und trinken sein Blut, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und trinkt mein Blut, der hat das ewige Leben. Und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Denn mein Fleisch ist die rechte Speise und mein Blut der rechte Trank. Wer mein Fleisch isset und trinket mein Blut, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich gesandt hat der lebendige Vater und ich lebe um des Vaters Willen. Also, wer mich isset, derselbige wird auch leben um meinetwillen. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommen ist. Nicht wie euer Vater haben Manna gegessen und sind gestorben. Wer dies Brot isset, der wird leben in Ewigkeit. Solch saget er in der Schule, da er lehrete, zu Kapernaum. Und viele seiner Jünger, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede, wer kann dies hören? Da Jesus aber bei sich selbst merket, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen, ärgert euch das? Wie wenn ihr denn sehen werdet, des Menschensohn auffahren dahin, da er vorher war? Der Geist ist, der da lebendig macht, das Fleisch ist kein Nütze. Die Worte, die ich rede, die sind Geist und sind Leben. Aber es sind endlich unter euch, die glauben nicht. Denn Jesus wusste von Anfang wohl, welche nicht glaubend waren und welcher ihn verraten würde. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Von dem an gingen seine Jünger viel hinter sich und wandelten fort nicht mehr mit ihm. Da sprachen Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr auch weggehen? Da antwortete Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus antwortete ihm, habe ich nicht euch Zwölfe erwählt und euer einer ist ein Teufel? Er redet aber von dem Juda Simon Ischariot. Derselbige verriet ihn hernach und war der Zwölfen einer. Evangelium St. Johannes, Kapitel 7. Danach zog Jesus umher in Galiläa, denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, darum, dass ihn die Juden nach dem Leben stellten. Es war beinahe das Fest der Juden, das Fest der Laubbrust. Da sprachen seine Brüder zu ihm, mache dich auf von dannen und gehe in Judäen, auf dass auch deine Jünger sehen die Werk, die du tust. Niemand tut etwas im Verborgen und will doch frei offenbar sein. Tust du solch, so offenbare dich der Welt. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Da spricht Jesus zu ihnen, meine Zeit ist noch nicht hier, eure Zeit aber ist alle Wege. Die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasset sie, denn ich zeuge von ihr, dass ihr Werk böse sind. Geht ihr hinauf auf dieses Fest, ich will noch nicht hinaufgehen auf dieses Fest, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllet. Da er aber das zu ihnen gesaget, bleibt er in Galiläa. Als aber dann seine Brüder waren hinaufgegangen, da ging er auch hinauf zu dem Fest, nicht offenbarlich, sondern gleich heimlich. Da suchten ihn die Juden am Fest und sprachen, wo ist der? Und es war ein großes Gemurmel von ihm unter dem Volk. Etliche sprachen, er ist fromm. Die anderen sprachen, nein, sondern er verführet das Volk. Niemand aber redet frei von ihm, um der Furcht willen vor den Juden. Aber mitten im Fest ging Jesus hinauf in den Tempel und lehret, und die Juden verwunderten sich und sprachen, wie kann dieser die Schrift, so er doch nicht gelernet hat? Jesus antwortet ihnen und sprach, meine Lehre ist nicht mein, sondern des, der mich gesandt hat. So jemand will, des Willen tun, der wird innen werden, ob diese Lehre von Gott sei oder ob ich von mir selbst rede. Wer von mir selbst redet, der suchet seine eigene Ehre.
Wer aber suchet die Ehre des, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig, und es ist keine Ungerechtigkeit an ihm. Hat euch nicht Moses das Gesetz gegeben, und niemand unter euch tut das Gesetz? Warum suchet ihr mich zu töten? Das Volk antwortet und sprach, du hast den Teufel, wer suche dich zu töten? Jesus antwortet und sprach, ein einiges Werk habe ich getan, und es wundert euch alle. Moses hat euch darum gegeben, die Beschneidung, nicht, dass sie von Mose kommt, sondern von den Vätern. Noch beschneidet ihr den Menschen am Sabbat. So ein Mensch, die Beschneidung annimmt am Sabbat, auf dass nicht das Gesetz von Mose gebrochen werde, zürnet ihr denn über mich, dass ich den ganzen Menschen habe am Sabbat gesund gemacht? Richtet nicht nach dem Ansehen, sondern richtet ein Recht Gericht. Da sprachen etliche von Jerusalem, ist das nicht der, den sie suchten zu töten? Und siehe zu, er redet frei, und sie sagen ihm nichts. Erkennen unsere Obersten nun gewiss, dass er gewiss Christus sei? Doch wir wissen, von wannen er dieser ist. Wenn aber Christus kommen wird, so wird niemand wissen, von wannen er ist. Da rief Jesus im Tempel und lehret und sprach, ja, ihr kennet mich, und ihr wisset, von wannen ich bin. Und von mir selbst bin ich nicht kommen, sondern es ist ein Wahrhaftiger, der mich gesandt hat, welchem ihr nicht kennet. Ich kenne ihn aber, denn ich bin von ihm. Und er hat mich gesandt. Da suchten sie ihn zu greifen, aber niemand leget die Hand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht kommen. Aber viel vom Volk glaubten an ihm und sprachen, wenn Christus kommen wird, wird er auch mehr Zeichen tun, denn dieser tut? Und es kam für die Pharisäer, dass das Volk solches von ihm murmelte. Da sandten die Pharisäer und hohe Priester Knechte aus, dass sie ihn griffen. Da sprach Jesus zu ihnen, ich bin noch eine kleine Zeit bei euch, und dann gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Ihr werdet mich suchen und nicht finden, und da ich bin, könnet ihr nicht hinkommen. Da sprachen die Juden untereinander, wo will dieser hingehen, dass wir ihn nicht finden sollen? Will er unter die Griechen gehen, die hin und her zerstreut liegen und die Griechen lehren? Was ist das für eine Rede, dass er saget, ja, ihr werdet mich suchen und nicht finden, und wo ich bin, da könnet ihr nicht hinkommen. Aber am letzten Tage des Festes, der am herrlichsten war, trat Jesus auf und rief und sprach, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer mich glaubet, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Da saget er aber von dem Geist, welchen empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verkläret. Viel nur vom Volk, die diese Rede hörten, sprachen, dieser ist ein rechter Prophet. Die anderen sprachen, er ist Christus. Etliche aber sprachen, soll Christus aus Galiläa kommen? Spricht nicht die Schrift von dem Samen David und aus dem Flecken Bethlehem, da David war, solle Christus kommen? Also ward eine Zwietracht unter dem Volk über ihm. Es wollten aber etliche ihn greifen, aber niemand leget die Hand an ihn. Die Knechte kamen zu den hohen Priestern und Pharisäern, und sie sprachen zu ihnen, warum habt ihr ihn nicht gebracht? Die Knechte antworten, es hat nie kein Mensch also geredet, wie dieser Mensch. Da antworten ihnen die Pharisäer, seid ihr auch verführt? Glaubet auch irgendeiner, ein Oberster oder Pharisäer an ihn? Sondern das Volk, das nichts vom Gesetz weiß, ist verflucht. Spricht zu ihnen Nikodemus, der bei der Nacht zu ihm kam, welcher unter ihnen war, richtet unser Gesetz auch einem Menschen, ehe man ihn verhöret und erkenne, was er tut? Die antworten und sprach zu ihm, bist du auch ein Galiläer? Forsche und siehe, aus Galiläa steht kein Prophet auf. Und ein jeglicher ging also heim. Evangelium St. Johannes, Kapitel 8. Jesus aber ging an den Ölberg, und früh morgens kam er wieder in den Tempel, und alles Volk kam zu ihm, und er satzte sich und lehret sie. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten ein Weib zu ihm, im Ehebruch begriffen, und stellten sie ins Mittel dar. Und sprachen zu ihm, Meister, dies Weib ist begriffen auf frischer Tat im Ehebruch. Moses aber hat uns im Gesetz geboten, solche zu steinigen, was sagest du? Da sprachen sie aber, ihn zu versuchen, auf dass sie eine Sache zu ihm hätten. Aber Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erden. Als sie nun anhielten, ihn zu fragen, richtet er sich auf und sprach zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein auf sie. Und bückte sich wieder nieder und schrieb auf Erden. Da sie aber das hörten, gingen sie hinaus, einer nach dem anderen, und von den Ältesten an, und Jesus ward gelassen alleine und das Weib im Mittel stehend. Jesus aber richtet sich auf, und da er niemand sah, denn das Weib, sprach er zu ihr, Weib, wo sind sie, deine Verkläger? Hat dich niemand verdammt? Sie aber sprach, Herr, niemand. Jesus aber sprach, so verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige fort nicht mehr.
Da redet Jesus abermals zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolget, der wird nicht wandeln im Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Da sprachen die Pharisäer zu ihm, du zeugest von dir selbst, dein Zeugnis ist nicht wahr. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, so ich von mir selbst zeugen würde, so ist mein Zeugnis wahr, denn ich weiß, von wannen ich kommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisset nicht, von wannen ich komme und wohin ich gehe. Ihr richtet nach dem Fleisch, ich richte niemands. So ich aber richte, so ist mein Gerichte gerecht. Denn ich bin nicht alleine, sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat. Auch steht in eurem Gesetz geschrieben, dass zweier Menschen Zeugnis wahr sei. Ich bin's, der ich von mir selbst zeuge, und der Vater, der mich gesandt hat, zeuget auch von mir. Da sprachen sie zu ihm, wo ist dein Vater? Jesus antwortet, ihr kennet weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich kennet, so kenntet ihr auch meinen Vater. Diese Worte redet Jesus an dem Gotteskasten, da er lehret im Tempel. Und niemand griff ein, denn seine Stunde war noch nicht kommen. Und da sprach Jesus abermal zu ihnen, ich gehe hinweg, und ihr werdet mich suchen und in eurer Sünde sterben. Wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Da sprachen die Juden, will er sich selbst töten, dass er spricht, wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Und er sprach zu ihnen, ihr seid von unten her, ich bin von oben herab. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. So habe ich euch gesagt, dass ihr sterben werdet in euren Sünden. Denn so ihr nicht glaubet, dass ich sei, so werdet ihr sterben in euren Sünden. Da sprachen sie zu ihm, wer bist du denn? Und Jesus sprach zu ihnen erstlich, der ich mit euch rede. Ich habe viel von euch zu reden und zu richten, aber der mich gesandt hat, ist wahrhaftig. Und was ich von ihm gehört habe, das rede ich vor der Welt. Sie vernahmen aber nicht, dass er ihnen von dem Vater sagte. Da sprach Jesus zu ihnen, wenn ihr des Menschensohn erhöhen werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich sei und nichts von mir selber tue, sondern wie mich mein Vater gelehret hat, so rede ich. Und der mich gesandt hat, ist mit mir. Der Vater lasset mich nicht alleine, denn ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Da er solches redet, glaubten viel an ihn. Da sprachen nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, so ihr bleiben werdet an meiner Rede, so seid ihr meine rechte Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Da antworten sie ihm, wir sind Abrahams Samen und nie kein mal jemands Knecht gewesen. Wie sprichst du denn, ihr sollt frei werden? Jesus antwortet ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sündenknecht. Der Knecht aber bleibet nicht ewiglich im Hause, der Sohn bleibet ewiglich. So euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr recht frei. Ich weiß wohl, dass ihr Abrahams Samen seid, aber ihr suchet mich zu töten, denn meine Rede fehlt nicht unter euch. Ich rede, was ich von meinem Vater gesehen habe, so tut ihr, was ihr von eurem Vater gesehen habt. Sie antworteten und sprachen zu ihm, Abraham ist unser Vater. Spricht Jesus zu ihnen, wenn ihr Abrahams Kinder wäret, so tätet ihr Abrahams Werk. Nun aber suchet ihr mich zu töten, einen solchen Menschen, der ich euch die Wahrheit gesagt habe, die ich von Gott gehöret habe. Das hat Abraham nicht getan. Ihr tut eures Vaters Werk. Da sprachen sie, wir sind nicht unehelich geboren, wir haben einen Vater, Gott. Jesus sprach zu ihnen, wäre Gott euer Vater, so liebtet ihr mich. Denn ich bin ausgegangen und komme von Gott, denn ich bin nicht von mir selber kommen, sondern er hat mich gesandt. Warum kennet ihr denn meine Sprache nicht? Denn ihr könnt ja mein Wort nicht hören. Ihr seid von dem Vater dem Teufel, und nach euers Vaters Lust wollt ihr tun. Derselbige ist ein Mörder von Anfang und ist nicht bestanden in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lügen redet, so redet er von seinem Eigen, denn er ist ein Lügner und ein Vater derselbigen. Ich aber, weil ich die Wahrheit sage, so glaubet ihr mir nicht. Welcher unter euch kann mich einer Sünde zeihen? So ich euch aber die Wahrheit sage, warum glaubet ihr mir nicht? Wer von Gott ist, der höret Gottes Wort, darum höret ihr nicht, denn ihr seid nicht von Gott. Da antworteten die Juden und sprachen zu ihm, sagen wir nicht recht, dass du ein Samariter bist und hast den Teufel. Jesus antwortete, ich habe keinen Teufel, sondern ich ehre meinen Vater. Und ihr unehret mich. Ich suche nicht meine Ehre, es ist aber einer, der sie suchet und richtet. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, so jemand mein Wort wird halten, der wird den Tod nicht sehen, ewiglich. Da sprachen die Juden zu ihm, nun erkennen wir, dass du den Teufel hast. Abraham ist gestorben und die Propheten, und du sprichst, so jemand mein Wort hält, der wird den Tod nicht schmecken, ewiglich. Bist du mehr denn unser Vater Abraham, welcher gestorben ist und die Propheten sind gestorben? Was machst du aus dir selbst? Jesus antwortete, so ich mich selber ehre, so ist meine Ehre nichts.
Es ist aber mein Vater, der mich ehret, welchen ihr sprecht, er sei euer Gott, und kennet ihn nicht, ich aber kenne ihn. Und so ich würde sagen, ich kenne sein nicht, so würde ich ein Lügner, gleich wie ihr seid. Aber ich kenne ihn und halte sein Wort. Abraham, euer Vater, war froh, dass er meinen Tag sehen sollt, und er sah ihn und freut sich. Da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen? Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe denn Abraham ward, bin ich. Da hoben sie Steine auf dass sie auf ihn würfen, aber Jesus verbarg sich und ging zum Tempel hinaus. Evangelium St. Johannes, Kapitel 9. Und Jesus ging vorüber und sah, einen blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren? Jesus antwortet, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern dass die Werk Gottes offenbar würden an ihm. Ich muss wirken die Werk des, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Dieweil ich bin in der Welt, bin ich das Licht der Welt. Da er solches gesagt hatte, spützet er auf die Erden und machet einen Kot aus dem Speichel und schmieret den Kot auf des blinden Augen und sprach zu ihm, geh hin zu dem Teich Siloa, das ist verdolmetscht gesandt, und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend. Die Nachbarn und die ihn zuvor gesehen hatten, dass ein Bettler war, sprachen, ist dieser nicht, der da saß und bettelt? Etliche sprachen, er ist ihm ähnlich. Er selbst aber sprach, ich bin's. Da sprachen sie zu ihm, wie sind deine Augen aufgetan? Er antwortet und sprach, der Mensch, der Jesus heißet, mache deinen Kot und schmieret meine Augen und sprach, gehe hin zu dem Teich Siloa und wasche dich. Ich ging hin und wusch mich und ward sehend. Da sprachen sie zu ihm, wo ist derselbige? Er sprach, ich weiß nicht. Da führten sie ihn zu den Pharisäern, der Weiland blind war. Es war aber Sabbat, da Jesus den Kot machet und seine Augen öffnet. Da fragten sie ihn abermal, auch die Pharisäer, wie er wäre sehend worden. Er aber sprach zu ihnen, Kot leget er mir auf die Augen, und ich wusch mich, und ich bin nun sehend. Da sprachen etliche der Pharisäer, der Mensch ist nicht von Gott, dieweil er den Sabbat nicht hält. Die anderen aber sprachen, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es ward eine Zwietracht unter ihnen. Und sie sprachen wieder zu ihnen, zu dem Blinden, was sagest du von ihm, dass er hat deine Augen aufgetan? Er aber sprach, er ist ein Prophet. Die Juden glaubten nicht von ihm, dass er blind gewesen und sehend worden wäre, bis dass sie riefen den Eltern, dass der sehend worden war. Fragten sie und sprachen, ist das euer Sohn, welchen ihr saget, er sei blind geboren? Wie ist er denn nun sehend? Seine Eltern antworten ihnen und sprachen, wir wissen, dass dieser unser Sohn ist und dass er blind geboren ist. Wer aber nur sehend ist, wissen wir nicht. Oder wer ihm hat seine Augen aufgetan, wissen wir auch nicht. Er ist alt genug, fraget ihn, lasset ihn selbst für sich reden. Solch sagten die Eltern, denn sie furchten sich vor den Juden. Denn die Juden hatten sich schon vereinigt, so jemanden ihn für Christum bekenne, dass derselbige in Bann getan würde. Darum sprachen seine Eltern, er ist alt genug, fraget ihn. Da riefen sie ihn zum andermal dem Menschen, der blind gewesen war, und sprachen zu ihm, gib Gott die Ehre, wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Er antwortet und sprach, ist er ein Sünder, das weiß ich nicht. Eines weiß ich wohl, dass ich blind war und bin nur sehend. Da sprachen sie wieder zu ihm, was tät er dir? Wie tät er deine Augen auf? Er antwortet ihnen, ich hab's euch jetzt gesagt, ihr habt's hier nicht gehört. Was wollt ihr es abermal hören? Wollt ihr auch seine Jünger werden? Da fluchten sie ihm und sprachen, du bist sein Jünger, wir aber sind Moses Jünger. Wir wissen, dass Gott mit Mose geredet hat. Diesen aber wissen wir nicht, von wannen er ist. Der Mensch antwortete und sprach zu ihnen, das ist ein wunderlich Ding, dass ihr nicht wisset, von wannen er sei. Und er hat meine Augen aufgetan. Wir wissen aber, dass Gott die Sünder nicht höret, sondern so jemand Gott flüchtig, fürchtig ist und tut seinen Willen, den höret er. Von der Welt an ist nicht erhöret, dass jemand
einem geboren Blinden die Augen aufgetan habe. Wäre dieser nicht von Gott, er könnte nichts tun. Sie antworten und sprachen zu ihm, du bist ganz in Sünden geboren und lehrest uns, und stießen ihn hinaus. Er kam zu Jesum, dass sie ihn ausgestoßen hatten, und da er ihn fand, sprach er zu ihm, gläubst du an den Sohn Gottes? Er antwortete und sprach, Herr, welcher ist's, auf dass ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm, du hast ihn gesehen, und der mit dir redet, der ist's. Er aber sprach, Herr, ich glaube, und betet ihn an. Und Jesus sprach, ich bin zum Gerichte auf die Welt gekommen, auf dass die, da nicht sehen, sehend werden, und die, da sehen, blind werden. Und solches hörten etliche der Pharisäer, die bei ihm waren, und sprachen zu ihm, sind wir denn auch blind? Jesus sprach zu ihnen, wäret ihr blind, so hättet ihr keine Sünde. Nu, ihr aber sprecht, wir sind sehend, bleibet eure Sünde. Evangelium St. Johannes, Kapitel 10. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht zur Tür hineingeht und in den Schafstall, sondern steigert anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Mörder. Der aber zur Tür hineingeht, der ist ein Hirte der Schafe. Demselbigen tut der Türhüter auf. Und die Schafe hören seine Stimme, und er rufet seinen Schafen mit Namen und führet sie aus. Und wenn er seine Schafe hat ausgelassen, geht er vor ihnen hin, und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen von ihm, denn sie kennen der fremden Stimme nicht. Dieser Spruch saget Jesus zu ihnen, sie vernahmen aber nicht, was er war, das er zu ihnen sagte. Da sprach Jesus wieder zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir kommen sind, die sind Diebe und Mörder gewesen, aber die Schafe haben ihnen nicht gehorchet. Ich bin die Tür, so jemand durch mich eingeht, der wird selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nicht, denn dass er stehle, würge und umbringe. Ich bin kommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Ich bin ein guter Hirte. Ein guter Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ein Mietling, der nicht Hirte ist, dass die Schafe nicht eigen sind, sieht dem Wolf kommen und verlässet die Schafe und flucht. Und der Wolf erhaschet und zerstreut die Schafe. Der Mietling aber flucht, denn er ist ein Mietling, und achtet der Schafe nicht. Ich bin ein guter Hirte und erkenne die Meinen und bin bekannt den Meinen. Wie mich mein Vater kennet, und ich kenne den Vater, und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stalle, und dieselben muss ich herführen. Und sie werden meine Stimme hören, und er wird eine Herd und ein Hirte werden. Darum liebet mich mein Vater, dass ich mein Leben lasse, auf dass ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selber. Ich habe es Macht zu lassen und habe es Macht wiederzunehmen. Solch Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Da ward aber eine Zwietracht unter den Juden über diese Worten. Viele unter ihnen sprachen, er hat den Teufel und ist unsinnig. Was höret ihr ihm zu? Die anderen sprachen, das sind nicht die Worte eines Besessenen. Kann der Teufel auch der Blinden Augen auftun? Es ward aber Kirchweihe zu Jerusalem und war Winter, und Jesus wandelte im Tempel in der Halle Salomonis. Da umringeten ihn die Juden und sprachen zu ihm, wie lange hältst du uns Seelen auf? Bist du Christ? So sage es uns frei heraus. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt und ihr glaubet nicht. Die Werk, die ich tue, in meines Vaters Namen, die zeugen von mir. Aber ihr gläubet nicht, denn ihr seid meiner Schafe nicht. Als dass ich euch gesagt habe, denn meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmer mehr umkommen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Der Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer denn alles, und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Da hoben die Juden abermals Steine auf dass sie ihn steinigten. Jesus antwortete ihnen, viel guter Werk habe ich euch erzeuget von meinem Vater. Um welches Werks unter derselbigen steiniget ihr mich? Die Juden antworteten und sprachen, um des guten Werks willen steinigen wir dich nicht, sondern um Gotteslästerung willen. Und dass du ein Mensch bist und machest dich selbst einen Gott.
Jesus antwortete ihnen, steht nicht geschrieben in eurem Gesetz, ich habe gesagt, ihr seid Götter, so ihr die Götter nennet, zu welchen das Wort Gottes geschah, und die Schrift kann doch nicht gebrochen werden. Sprecht ihr denn zu dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, du lästerst Gott, darum, dass ich sage, ich bin Gottes Sohn? Tue ich nicht die Werk meines Vaters, so gläubet mir nicht. Tue ich sie aber, gläubet doch den Werken. Wollt ihr mir nicht glauben, auf dass ihr erkennet und glaubet, dass der Vater in mir ist und ich in ihm? Sie suchten abermal, ihn zu greifen, aber er entging ihnen aus ihren Händen und zog ihn wieder jenseits des Jordans an den Ort, da Johannes vorhin getauft hatte, und blieb allda. Und viel kamen zu ihm und sprachen, Johannes tät kein Zeichen, aber alles, was Johannes von diesem gesagt hat, das ist wahr, und gläubten allda viel an ihn. Evangelion, St. Johannes, Kapitel 11. Es lag aber ein Krank mit Namen Lazarus von Bethanien in den Flecken Maria und ihrer Schwestern Martha. Maria aber war, die den Herrn gesalbet hatte mit Salben und seine Füße gedrücket und mit ihrem Haar derselbigen Bruder Lazarus war krank. Da sandten seine Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, siehe, den du lieb hast, der liegt krank. Da Jesus das höret, sprach er, die Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Ehre Gottes, dass der Sohn Gottes dadurch geehret werde. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarum. Als er nun höret, dass er krank war, blieb er 2 Tage an dem Ort, da er war. Danach sprach er zu seinen Jüngern, lasset uns wieder in Judäen ziehen. Seine Jünger aber sprachen zu ihm, Meister, jenes Mal wollten die Juden dich steinigen, und du willst wieder dahin ziehen? Jesus antwortete, sind nicht des Tages 12 Stunden? Wer des Tages wandelt, der stößet sich nicht, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wer aber des Nachts wandelt, der stößet sich, denn es ist kein Licht in ihm. Solches saget er, und danach spricht er zu ihnen, Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, dass ich ihn aufwecke. Da sprachen seine Jünger, Herr, schläft er, so wird's besser mit ihm. Jesus aber saget von seinem Tode. Sie meineten aber, er redet vom leiblichen Schlaf. Da sagt sie ihnen Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben, und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht da gewesen bin, auf das ihr glaubet. Aber lasset uns zu ihm ziehen. Da sprach Thomas, der genannte Zwilling, zu den Jüngern, lasst uns mit ihm ziehen, dass wir mit ihm sterben. Da kam Jesus und fand ihn, dass er schon 4 Tage im Grabe gelegen war. Bethania war aber nahe bei Jerusalem, bei 15 Feldweges. Und die Juden waren zu Martha und Maria kommen, sie zu trösten über ihren Bruder. Als Martha nun höret, dass Jesus kommt, geht sie ihm entgegen. Maria aber blieb daheim sitzen. Da sprach Martha zu Jesu, Herr, wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber ich weiß auch noch, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder soll auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß wohl, dass er auferstehen wird, in der Auferstehung am jüngsten Tage. Jesus spricht zu ihm, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stürbe. Und wer da lebet und glaubet an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubest du das? Sie spricht zu ihm, Herr, ja, ich glaube, dass du bist Christus, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen ist. Und da sie das gesagt hatte, ging sie hin und rief ihrer Schwester Maria heimlich und sprach, der Meister ist da und rufet dir. Dieselbige, als sie das höret, stund sie eilend auf und kam zu ihm. Denn Jesus war noch nicht in den Flecken kommen, sondern war noch an dem Ort, da ihm Martha war entgegenkommen. Die Juden, die bei ihr im Haus waren, trösteten sie und sahen Mariam, dass sie eilend aufstund und hinausging. Folgten sie ihr nach und sprachen, sie gehet hin zum Grabe, dass sie da selbst weine. Als nun Maria kam und Jesus war und sah ihn, fiel sie zu seinen Füßen und sprach zu ihm, Herr, wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Als Jesus sie sah weinen und die Juden auch weinen, die mit ihr kamen, ergrimmet er im Geist und betrübet sich selbst und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sprachen zu ihm, Herr, komm und sieh es. Und Jesus gingen die Augen über. Da sprachen die Juden, siehe, wie hat er ihn so lieb gehabt?
Etliche aber unter ihnen sprachen, konnte der dem Blinden die Augen aufgetan hat, nicht verschaffen, dass auch dieser nicht stürbe? Jesus aber ergrimmete abermals in ihm selbst und kam zum Grabe. Es ward aber eine Kluft und ein Stein darauf gelegt. Jesus sprach, hebet den Stein ab, spricht zu ihm Martha, die Schwester des Verstorbenen. Herr, er stinket schon, denn er ist 4 Tage gelegen. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, so du glauben würdest, du solltest die Herrlichkeit Gottes sehen? Da huben sie den Stein ab, da der Verstorbene lag. Jesus aber hub seine Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhöret hast. Doch ich weiß, dass du mich alle Zeit hörest. Sondern um des Volkes Willen, das umhersteht, sage ich's, dass sie glauben, du habest mich gesandt. Da er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtücher an Füßen und Händen, und sein Angesicht verhüllet mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen, löset ihn auf und lasset ihn gehen. Viele nun der Juden, die zu Maria kommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. Etliche aber von ihnen gingen zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Da versammelten sich die Hohenpriester und die Pharisäer einen Rat und sprachen, was tun wir? Dieser Mensch tut viel Zeichen. Lassen wir ihn also, so werden sie alle an ihn glauben. So kommen dann die Römer und nehmen uns Land und Leute. Einer unter ihnen, Kaiphas, der derselben Jahres Hohepriester war, sprach zu ihnen, ihr wisset nichts, bedenket auch nichts. Es ist uns besser, ein Mensch sterbe für das Volk, denn dass das ganze Volk verderbe. Solches aber redete er nicht von sich selbst, sondern dieweil er desselbigen Jahres Hohepriester war, weissaget er, denn Jesus sollte sterben für das Volk. Und nicht für das Volk alleine, sondern dass er die Kinder Gottes, die zerstreut waren, zusammenbrächte. Und von dem Tage an ratschlugen sie, wie sie ihn töten. Jesus aber wandelte nicht mehr frei unter den Juden, sondern ging von dannen in eine Gegend nahe bei der Wüsten, in eine Stadt genannt Ephraim, und hatte sein Wesen da selbst mit seinen Jüngern. Es war aber nahe die Ostern der Juden, und es gingen viel hinauf gen Jerusalem aus der Gegend, vor den Ostern, dass sie sich reinigten. Da stunden sie und fragten nach Jesu und redeten miteinander im Tempel. Was dünket euch, dass er nicht kommt auf das Fest? Es hatten aber die hohen Priester und Pharisäer lassen ein Gebot ausgehen, so jemand wüsste, wo er wäre, dass er es anzeiget, dass sie ihn griffen. Evangelium St. Johannes, Kapitel 12. 6 Tage vor den Ostern kam Jesus gen Bethanien, da Lazarus war, der Verstorbene, welchen Jesus auferweckt hatte von den Toten. Daselbst aber machten sie ihm ein Abendmahl, und Martha dienete, und Lazarus aber war der einer, die mit ihm zu Tische saßen. Da nahm Maria ein Pfund Salben und ungefälschter köstlicher Narden und salbte Jesu Füße und drückete ihr mit ihrem Haare seine Füße, dass das Haus ward voll Geruch der Salben. Da sprach seiner Jünger einer, Judas Simonis, Sohn Ischariotes, der ihn hernach verriet, warum ist diese Salbe nicht verkauft um 300 Groschen und den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, dass er nach den Armen fraget, sondern er war ein Dieb und hatte den Beutel und trug, was gegeben ward. Da sprach Jesus, lass sie mit Frieden, solches hat sie behalten zum Tage meiner Begräbnis. Denn Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Da erfuhr viel Volks von den Juden, dass er da selbst war, und kamen nicht um Jesus Willen allein, sondern auch, dass sie auch Lazarum sehen, welche er von den Toten erweckt hatte. Aber die hohen Priester trachteten danach, dass sie auch Lazarus töten. Denn um seines Willen gingen viele Juden hin und glaubten an Jesum. Des anderen Tags viel Volks aufs Fest kommen war, da es höret, dass Jesus kommt gen Jerusalem, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien, Hosianna, gelobet sei, der da kommt im Namen des Herrn, ein König von Israel. Jesus aber überkam eine Eselin und reit darauf. Wie denn geschrieben steht, fürchte dich nicht, du Tochter Sion, siehe, dein König kommt, reitend auf einem Eselsfüllen. Solches aber verstunden seine Jünger zuvor nicht, sondern da Jesus verkläret ward, da dachten sie daran, dass solches war von ihm geschrieben, und solches ihm getan hatte.
Das Volk aber, das mit ihm war, da er Lazarum aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, rühmte die Tat. Darum ging ihm auch das Volk entgegen, dass sie hörten, er hätte solches Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander, ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet, siehe, alle Welt lauft ihm nach. Es waren aber etliche Griechen unter ihnen, die hinaufkommen waren, dass sie anbeteten auf das Fest. Die traten zu Philippo, der von Bethsaida aus Galiläa war, und baten ihn und sprachen, Herr, wir wollten Jesum gerne sehen. Philippus kommt und sagt zu Andreas, und Philippus und Andreas sagten weiter Jesu. Jesus aber antwortet ihnen und sprach, die Zeit ist kommen, dass des Menschensohn verklärt werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es sei denn, dass das Weizenkorn in die Erden falle und er sterbe, so bleibt's allein. Wo es aber erstirbt, so bringt's viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird's verlieren. Wer sein Leben auf dieser Welt hasset, der wird's erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen will, den wird mein Vater ehren. Jetzt ist meine Seele betrübet. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verkläre deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel. Ich habe ihn verkläret und will ihn abermal verklären. Da sprach das Volk, das bei ihm stunde und zuhöret, es donnerte. Die anderen sprachen, es redet ein Engel mit ihm. Jesus antwortete und sprach, diese Stimme ist nicht um meinetwillen geschehen, sondern um euretwillen. Jetzt geht das Gericht über die Welt, nun wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen werden. Und ich, wenn ich erhöht werde von der Erden, so will ich sie alle zu mir ziehen. Das sagte er aber, um zu deuten, welches Todes er sterben würde. Da antwortet ihm das Volk, wir haben gehöret im Gesetz, dass Christus ewiglich bleibe. Und wie sagest du denn, des Menschensohn muss erhöht werden? Wer ist dieser Menschensohn? Da sprach Jesus zu ihnen, es ist das Licht noch eine kleine Zeit bei euch. Wandelt die, weil ihr das Licht habt, dass euch die Finsternis nicht überfallen. Wenn Finsternis wandelt, der weiß nicht, wohin er geht. Glaubet an das Licht, die, weil ihr es habt, auf dass ihr des Lichtes Kinder seid. Solches redet Jesus und ging weg und verbarg sich vor ihnen. Und ob er wohl solche Zeichen vor ihnen tät, glaubten sie doch nicht an ihn. Auf das erfüllet würde der Spruch der Propheten Jesaja, der da saget, Herr, wer glaubet unserem Predigen, und wem ist der Arm des Herrn offenbaret? Darum konnten sie nicht glauben, denn Jesus saget abermal, er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt, denn dass sie mit ihren Augen nicht sehen, noch mit dem Herzen vernehmen und sich bekehren, und ich ihnen hülfe. Solch sagte Jesajas, da er seine Herrlichkeit sah, und redete von ihm. Doch die Obersten glaubten viel an ihn, um der Pharisäer willen bekannten sie es nicht, dass sie nicht in den Bann getan würden. Denn sie hatten lieber die Ehre bei den Menschen, denn die Ehre bei Gott. Jesus aber rief und sprach, wer an mich glaubet, der glaubet nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin kommen in die Welt, ein Licht, auf das, wer an mich glaubt, nicht in Finsternis bleibe. Und wer mein Wort hört und glaubt nicht, den werde ich nicht richten. Denn ich bin nicht kommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt selig mache. Wer mich verachtet und nimmt meine Worte nicht auf, der hat schon, der ihn richtet, das Wort, welches ich geredet habe. Und das wird ihn richten am jüngsten Tage. Denn ich habe nicht von mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, der hat mir ein Gebot gegeben, was ich tun und reden soll. Und ich weiß, dass sein Gebot ist das ewige Leben. Darum, dass ich rede, das rede ich also, wie mir der Vater gesagt hat. Evangelium, St. Johannes, Kapitel 13. Vor dem Fest aber, der Ostern, da Jesus erkennet, dass seine Zeit kommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater, wie er hatte geliebet die Seinen, die in der Welt waren, so liebet er sie ans Ende. Und nach dem Abendessen, da schon der Teufel hatte dem Judas Simonis Ischariot ins Herz gegeben, dass er ihn verriete, wusste Jesus, dass ihm der Vater hatte alles in seine Hände gegeben und dass er von Gott kommen war und zu Gott ging. Stund er vom Abendmahl auf, leget seine Kleider ab und nahm seinen Schurz und umgürtet sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, hub an den Jüngern die Füße zu waschen und trocknet sie mit dem Schurze,
damit er umgürtet war. Da kam er zu Simon Petro, und derselbe sprach zu ihm: Herr, solltest du mir meine Füße waschen? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, das weißt du jetzt nicht. Du wirst aber hernach erfahren. Da sprach Petrus zu ihm: Nimmermehr sollst du meine Füße waschen. Jesus antwortete ihm: Werde ich dich nicht waschen, so hast du keinen Teil mit mir. Spricht zu ihm Simon Petrus: Herr, nicht die Füße alleine, sondern auch die Hände und das Haupt. Spricht Jesus zu ihm: Wer gewaschen ist, der darf nicht denn die Füße waschen, sondern er ist ganz rein, und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er wusste seiner Verräter wohl, darum sprach er: Ihr seid nicht alle rein. Da er nur ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und satzte sich wieder nieder und sprach abermal zu ihnen: Wisset ihr, was ich euch getan habe? Ihr heißet mich Meister und Herr und saget recht dran, denn ich bin's auch. So nur ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt ihr auch euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, dass ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer denn sein Herr, noch der Apostel größer, denn der, der ihn gesandt hat. So ihr solchs wisset, selig seid ihr, so ihr es tut. Nicht sage ich von euch allen, ich weiß, welche ich erwählet habe, sondern dass die Schrift erfüllet werde: Der mein Brot isset, der tritt mich mit Füßen. Jetzt sage ich's euch, ehe denn es geschieht, auf das, wenn es geschehen ist, dass ihr glaubet, dass ich's bin. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer aufnimmt, so ich jemand senden werde, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Da solch's Jesus gesagt hatte, ward er betrübet im Geist und zeugete und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Da sahen sich die Jünger untereinander an und ward ihnen bange, von welchem er redete. Es war aber einer unter seinen Jüngern, der zu Tische saß an der Brust Jesu, welchen Jesus lieb hatte. Da winkelt Simon Petrus, dass er forschen sollte, wer es wäre, von dem er saget. Denn derselbe lag an der Brust Jesu und sprach zu ihm: Wer ist's? Jesus antwortete: Der ist, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Und er tauchte dem Bissen ein und gab ihn Judas Simonis Ischariot. Und nach dem Bissen fuhr der Satan in ihn und sprach Jesus zu ihm: Was du tust, das tu balde. Derselbige aber wusste niemand über dem Tische, wo er es ihm sagte. Etliche meinten, dieweil Judas den Beutel hatte, Jesus spreche zu ihm: Käufe, was uns Not ist, auf das Fest, oder dass er den Armen etwas gebe. Da er nun den Bissen genommen hatte, ging er sobald hinaus, und es ward Nacht. Da er aber hinausgegangen war, spricht Jesus: Nun ist des Menschensohn verklärt, und Gott ist verklärt in ihm. Ist Gott verklärt in ihm, so wird Gott ihn auch verklären in ihm selbst und wird ihn bald verklären. Lieben Kindlein, ich bin noch eine kleine Weile bei euch. Ihr werdet mich suchen, und wie ich zu den Juden saget, so wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Und sage euch nur, ein Neugebot gebe ich euch, dass ihr untereinander liebet, wie ich euch geliebet habe, auf dass auch ihr einander lieb habet. Dabei wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihre Liebe untereinander habt. Spricht Simon Petrus zu ihm: Herr, wo gehst du hin? Jesus antwortete ihm: Da ich hingehe, kannst du mir diesmal nicht folgen, aber du wirst mir hernachmals folgen. Petrus spricht zu ihm: Herr, warum kann ich dir diesmal nicht folgen? Ich will mein Leben für dich lassen. Jesus antwortete ihm: Sollst du dein Leben für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal habest verleugnet. Evangelium St. Johannes, Kapitel 14. Und er sprach zu seinen Jüngern: Euer Herz erschrecke nicht, glaubet ihr an Gott, so glaubet ihr auch an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, so wollte ich zu euch sagen: Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und ob ich hinginge, euch die Stätte zu bereiten, will ich doch wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr da seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, da wisset ihr, und den Weg wisset ihr auch. Spricht zu ihm Thomas: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst, und wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn ihr mich kenntet, so kenntet ihr auch meinen Vater.
Und von nun an kennet ihr ihn und ihr habt ihn gesehen. Spricht zu ihm Philippus: Herr, zeige uns den Vater, so genüget uns. Jesus spricht zu ihm: Solange bin ich bei euch und du kennst mich nicht? Philipp, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du denn, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir wohnet, derselbige tut Werk. Glaubet mir, dass ich im Vater und der Vater in mir ist. Wo nicht, so glaubet mir, doch um der Werk willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere denn diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bitten werdet, in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater geehret werde in dem Sohne. Was ihr bitten werdet, in meinem Namen, das will ich tun. Liebet ihr mich, so haltet mein Gebot. Und ich will dem Vater bitten, und er soll euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch bleibe ewiglich. Den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht kann empfangen. Und sie sieht ihn nicht und sie kennet ihn nicht, aber ihr kennt ihn, denn er bleibet bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht weisen lassen, ich komme zu euch. Es ist doch um ein kleines, so wird mich die Welt nicht mehr sehen, ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. An demselbigen Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist's, der mich liebt. Wer mich aber liebet, der wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Spricht zu ihm Judas, nicht der Ischariot. Herr, was ist's, dass du uns willst, nicht dich offenbaren und nicht der Welt? Jesus antwortet und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird meine Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht, und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Solches habe ich zu euch geredet, weil ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, welchem mein Vater senden wird, in meinem Namen, derselbe wird zu euch alles lehren und euch erinnern alles des, das ich euch gesagt habe. Den Friede lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe, ich gehe hin und komme wieder zu euch. Hättet ihr mich lieb, so würdet ihr euch freuen, dass ich gesagt habe, ich gehe zum Vater, denn der Vater ist größer denn ich. Und nun habe ich es euch gesagt, ehedem es geschieht, auf das, wenn es nun geschehen wird, dass ihr glaubt. Ich werde fortmehr nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt und hat nichts an mir. Aber dass die Welt erkenne, dass ich den Vater liebe und ich also tue, wie mir der Vater geboten hat. Steht auf und lasst uns von hinnen gehen. Kapitel 15, Evangelium St. Johannes. Ich bin ein rechter Weinstock und mein Vater ein Weingärtner. Einen jeglichen Reben an mir, der nicht Frucht bringet, wird er wegnehmen. Und einen jeglichen, der da Frucht bringt, wird er reinigen, dass er mehr Frucht bringe. Ihr seid jetzt rein um meines Worts willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Gleich wie der Rebe kann keine Frucht bringen von ihm selber, er bleibe denn am Weinstock, also auch ihr nicht, ihr bleibet denn an mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibet und ich in ihm, der bringet viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibet, der wird weggeworfen, wie eine Rebe, die verdorret, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und muss brennen. So ihr in mir bleibet und meine Wort bei in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darinnen wird mein Vater geehret, dass ihr viel Frucht bringet, und ihr werdet meine Jünger. Gleich wie mich der Vater liebet, also liebe ich auch euch. Bleibet in meiner Liebe. So ihr mein Gebot haltet, so bleibet ihr in meiner Liebe, gleich wie ich meines Vaters Gebot halte und bleibe in seiner Liebe. Solches rede ich zu euch, auf dass meine Freude in euch bleibe und euer Freude vollkommen werde. Das ist mein Gebot, dass ihr untereinander liebet, gleich wie ich euch liebe. Niemand hat größer Liebe denn die, dass er sein Leben lasset für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, so ihr tut, was ich euch gebiete. Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herrn tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid,
denn alles, was ich habe von meinem Vater gehört, habe ich euch kundgetan. Ihr habt mich nicht erwählet, sondern ich habe euch erwählet und gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringet und eure Frucht bleibe, auf das, so ihr den Vater bittet in meinem Namen, dass er es euch gebe. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebet. So euch die Welt hasset, so wisset, dass sie mich vor euch gehasset hat. Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Dieweil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich habe euch von der Welt erwählet, darum hasset euch die Welt. Gedenket an mein Wort, das ich euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer denn sein Herr. Haben sie mich verfolgt, sie werden auch euch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, so werden sie euers auch halten. Aber das alles werden sie euch tun um meines Namens willen. Denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Wenn ich nicht kommen wäre und hätte es ihnen gesagt, so hätten sie keine Sünde. Nun aber können sie nichts vorwenden, ihre Sünde zu entschuldigen. Wer mich hasset, der hasset auch meinen Vater. Hätte ich nicht die Werke getan unter ihnen, die kein ander getan hat, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie es gesehen und hassen doch beide, mich und meinen Vater. Doch dass erfüllet werde der Spruch in ihrem Gesetze geschrieben. Sie hassen mich ohne Ursache. Wenn aber der Tröster kommen wird, welchen ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugen von mir. Und ihr werdet auch Zeugen, denn ihr seid von Anfang bei mir gewesen. Evangelium St. Johannes, Kapitel 16. Solches habe ich zu euch geredet, dass ihr euch nicht ärgert. Sie werden euch in den Bann tun. Es kommt aber die Zeit, dass wer euch tötet, wird meinen, er tue Gott einen Dienst dran. Und solches werden sie euch darum tun, dass sie weder meinen Vater noch mich erkennen. Aber solches habe ich zu euch geredet, auf das, wenn die Zeit kommen wird, dass ihr daran gedenket, dass ich es euch gesagt habe. Solches aber habe ich euch von Anfang nicht gesagt, denn ich war bei euch. Nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und niemand unter euch fraget mich, wo gehst du hin? Sondern dieweil ich solches zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauerns geworden. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist euch gut, dass ich hingehe, denn so ich nicht hingehe, so kommt der Tröster nicht zu euch. So ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Und wenn derselbe kommt, der wird die Welt strafen um die Sünde, um die Gerechtigkeit und um das Gerichte. Um die Sünde, dass sie nicht glauben an mich, um der Gerechtigkeit aber, dass ich zum Vater gehe und ihr mich fort nicht seht, um das Gerichte, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von mir selbst, von ihm selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Derselbige wird mich verklären, denn von dem meinem wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er wird's von dem meinem nehmen und euch verkündigen. Über ein kleines, so werdet ihr mich nicht sehen, aber über ein kleines, so werdet ihr mich sehen, denn ich gehe zum Vater. Da sprachen endlich unter seinen Jüngern untereinander, was ist das, das er sagt und zu uns? Über ein kleines, so werdet ihr mich nicht sehen, und über ein kleines, so werdet ihr mich sehen, und dass ich zum Vater gehe. Da sprachen sie, was ist das, das er saget, über ein kleines, wir wissen nicht, was er redet. Da merket Jesus, dass sie ihn fragen wollten, und sprach zu ihnen, davon fraget ihr untereinander, dass ich gesagt habe, über ein kleines, so werdet ihr mich nicht sehen, und aber über ein kleines, so werdet ihr mich sehen? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und heulen, und die Welt wird sich freuen. Ihr aber werdet traurig sein, doch euer Traurigkeit soll in Freude verkehret werden. Ein Weib, wenn sie gebiert, so hat sie Traurigkeit, denn ihre Stunde ist kommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denket sie nicht mehr an die Angst, um der Freude willen, dass der Mensch zur Welt geboren ist. Und ihr habt auch nur Traurigkeit, aber ich will euch wieder sehen, und euer Herz soll sich freuen, und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Und an demselbigen Tage werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, so ihr den Vater etwas bitten werdet in meinem Namen, so wird er es euch geben. Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Solches habe ich zu euch durch ein Sprichwort geredet. Es kommt die Zeit, dass ich nicht mehr durch Sprichwort mit euch reden werde, sondern
euch frei heraus verkündigen von meinem Vater. An demselbigen Tage werdet ihr bitten in meinem Namen, und was ich euch sage, und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, darum, dass ihr mich liebet und gläubet, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin von meinem Vater ausgegangen und komme in die Welt. Wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Sprechen zu ihm seine Jünger, siehe, nun redest du frei heraus und sagest kein Sprichwort. Nun wissen wir, dass du alle Dinge weißt und bedarf es nicht, dass dich jemand frage. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Jesus antwortet ihnen, jetzt glaubet ihr? Siehe, es kommt die Stunde und ist schon kommen, dass ihr zerstreut werdet, ein jeglicher in das Seine und mich alleine lasset. Aber ich bin nicht alleine, denn der Vater ist bei mir. Solches habe ich euch mit euch geredet, dass ihr in mir Friede habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Evangelium, St. Johannes, Kapitel 17. Solches redet Jesus und hob seine Augen auf gen Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist hie, dass du deinen Sohn verklärest, auf dass dich dein Sohn auch verkläre, gleich wie du ihm Macht hast gegeben über alles Fleisch, auf dass er das ewige Leben gebe, all die, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, dass du alleine wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich aber verkläret auf Erden und vollendet das Werk, das du mir gegeben hast, das ich tun sollt. Und nun verkläre mich du, Vater, bei dir selbst, mit der Klarheit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich hatte deinen Namen offenbaret den Menschen, die du mir vor der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben. Und sie haben dein Wort behalten. Nun wissen sie, dass ich alles, was du mir gegeben hast, sei von dir. Denn die Wort, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben es angenommen. Und erkannt wahrhaftig, dass ich von dir ausgegangen bin, und glauben, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie und bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, das ist dein. Und was dein ist, das ist mein, und ich bin in ihnen verkläret. Und ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt, und ich komme zu dir, heiliger Vater, erhalt sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, dass sie eines seien, gleich wie wir. Dieweil ich bei ihnen war in der Welt, erhielt ich sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast. Ich habe bewahret. Und es ist keiner von ihnen verloren, ohne das verlorene Kind, das die Schrift erfüllt würde. Nur aber komme ich zu dir und rede solches in der Welt, auf dass sie in ihnen haben meine Freude vollkommen. Ich habe ihnen gegeben dein Wort, und die Welt hasset sie, denn sie sind nicht von der Welt, wie denn auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie von der Welt nehmest, sondern dass du sie bewahrest vor dem Übel. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich auch sie in die Welt. Ich heilige mich selbst für sie, auf dass sie auch geheiligt seien in der Wahrheit. Ich bitte aber nicht alleine für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alles eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Dass auch sie in uns eins seien, auf dass die Welt gläube, du habest mich gesandt. Und ich habe ihnen gegeben die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen seien in eines. Und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und liebest sie, gleich wie du mich liebst. Vater, ich will das, wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, dass sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebet, ehe denn die Welt gegründet ward. Gerechter Vater, die Welt kenne dich nicht, ich aber kenne dich. Und diese erkennen, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und will ihnen kundtun, auf dass die Liebe, die, damit du mich liebest, sei in ihnen und ich in ihnen.
Johannes, Kapitel 18. Da Jesus euch geredet hatte, ging er hinaus mit seinen Jüngern über den Bach Kidron. Da ward ein Garten. Darein ging Jesus und seine Jünger. Judas aber, der ihn verriet, wusste den Ort auch, denn Jesus versammelt sich oft daselbst mit seinen Jüngern. Da nun Judas zu sich hatte genommen die Schar und der hohe Priester und Pharisäer Diener, kommt er dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Und als Jesus nun wusste alles, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen: Wen suchet ihr? Sie antworten ihm: Jesum von Nazareth. Jesus spricht zu ihnen: Ich bin's. Judas aber, der ihn verriet, stund auch bei ihnen. Als nun Jesus zu ihnen sprach: Ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragete er sie abermal: Wen suchet ihr? Sie aber sprachen: Jesum von Nazareth. Jesus antwortet: Ich hab's euch gesagt, dass ich sei. Suchet ihr denn mich, so lasset diese gehen, auf dass das Wort erfüllet würde, welches er saget: Ich habe der keinen verloren, die du mir gegeben hast. Da hatte Simon Petrus ein Schwert und zog es raus und schlug nach des Hohenpriesters Knechte und hieb ihm sein rechter Ohr ab, und der Knecht hieß Malchus. Da sprach Jesus zu Petrus: Stecke dein Schwert in die Scheide. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir der Vater gegeben hat? Die Schar aber und der Oberhauptmann und die Diener der Juden nahmen Jesum und bunden ihn und führten ihn erst zu Hannas, der war Kaiaphas Schwäher, welcher des Jahres hoher Priester war. Es war aber Kaiaphas, der den Juden riet, es wäre gut, dass ein Mensch würde umbracht für das Volk. Simon Petrus aber folgt Jesus nach, und ein anderer Jünger, derselbige Jünger war der hohe Priester bekannt, und ging mit Jesu hinein in des Hohenpriesters Palast. Petrus aber stand draußen vor der Tür. Da ging der andere Jünger, der dem Hohenpriester bekannt war, hinaus und redet mit den Türhüterinnen und führet Petrum hinein. Da sprach die Macht, die Türhüterin zu Petru: Bist nicht auch dieses Menschen Jünger einer? Er sprach: Ich bin's nicht. Es stunden aber die Knechte und Diener und hatten ein Kohlfeuer gemacht, denn es war kalt, und wärmten sich. Petrus aber stund bei ihnen und wärmt sich. Aber der Hohenpriester fraget Jesum um seine Jünger und um seine Lehre. Jesus antwortete ihm: Ich habe frei öffentlich geredet vor der Welt. Ich habe alle Zeit gelehret in der Schule und in dem Tempel. Und alle Juden zusammenkommen und habe nichts verborgen geredet. Was fragest du mich darum? Frage die darum, die gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, dieselbigen wissen, was ich gesagt habe. Als aber solches redet, gab der Diener einer, die dabei im Stunden, Jesu einen Backenstreich und sprach: Sollst du den hohen Priester also antworten? Jesus antwortet: Habe ich übel geredet, so beweise es, dass es böse sei. Habe ich aber recht geredet, was schlägst du mich? Und Hannas sandte ihn gebunden zu den hohen Priester Kaiphas. Simon Petrus aber stund und wärmet sich. Da sprachen sie zu ihm: Bist du nicht der seiner Jünger einer? Er verleugnet aber und sprach: Ich bin's nicht. Spricht des Hohenpriesters Knecht, ein Gefreunter, des dem Petrus das Ohr abgehauen hat: Sah ich dich nicht im Garten bei ihm? Da verleugnet Petrus abermal, und also balde kräht der Hahn. Da führen sie Jesum von Kaiaphas vor das Richthaus, und es war frühe, und sie gingen nicht in das Richthaus, auf dass sie nicht unrein würden, sondern Ostern essen möchten. Da ging Pilatus zu ihnen heraus und sprach: Was bringt ihr für Klage wider diesen Menschen? Die antworteten und sprachen zu ihm: Wäre dieser Mensch nicht ein Übeltäter, wir hätten dir ihn nicht überantwortet. Da sprach Pilatus zu ihnen: So nehmet ihr ihn hin und richtet ihn nach eurem Gesetz. Da sprachen die Juden zu ihm: Wir dürfen niemand töten, auf das erfüllet würde das Wort Jesu, welches er saget, da er deutet, welches Tod zersterben würde. Da ging Pilatus wieder hin in ein Richthaus und rief Jesu und sprach zu ihm: Bist du der Judenkönig? Jesus antwortet: Redest du von dir selbst, oder haben es die andere von mir gesagt? Pilatus antwortet: Bin ich ein Jude? Dein Volk und die hohen Priester haben dich mir überantwortet. Was hast du getan? Jesus antwortet: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden drum kämpfen, dass ich der Juden nicht überantwortet würde. Aber nun ist mein Reich nicht von dannen.
Da sprach Pilatus zu ihm, so bist du dennoch ein König. Jesus antwortet, du sagst, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit zeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist und höret meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm, was ist Wahrheit? Und da er das gesaget, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen, ich finde keine Schuld an ihm. Ihr habt aber eine Gewohnheit, dass ich euch einen auf Ostern losgebe. Wollt ihr nun, dass ich euch der Juden König losgebe? Und sie schrien wieder allesamt und sprachen, nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas war aber ein Mörder. Evangelium Johannes, Kapitel 19. Und da nahm Pilatus Jesum und geißelte ihn. Die Kriegsknechte flochten eine Krone von Dornen und setzten sie auf sein Haupt und legten ihn ein Purpurkleid an. Und sie sprachen, sei gegrüßet, lieber Judenkönig, und gaben ihm Backenstreiche. Da ging Pilatus wieder heraus und sprach zu ihnen, seht, ich führe ihn heraus zu euch, dass ihr erkennet, dass ich keine Schuld an ihm finde. Also ging Jesus heraus und trug eine Dornenkrone und Purpurkleid. Und er spricht zu ihnen, seht, welcher Mensch. Dann die hohen Priester und Diener sahen, schrien sie und sprachen, Kreuzige, Kreuzige. Pilatus spricht zu ihnen, nehmt ihr ihn hin und kreuziget, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden antworteten, wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetze soll er sterben, denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht. Da Pilatus das Wort höret, furchte er sich noch mehr und ging wieder hinein in das Richthaus und sprach zu Jesu, von wannen bist du? Und Jesus gab ihm keine Antwort. Da sprach Pilatus zu ihm, redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich zu kreuzigen und Macht habe, dich loszugeben? Jesus antwortet, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht wäre von oben herab gegeben. Darum, der mich dir beantwortet hat, der hat's größer Sünde. Und von dem man trachtet Pilatus, wie er ihn losließe. Die Juden aber schrien und sprachen, lässt du diesen los, so bist du des Kaisers Freund nicht, denn wer sich zum Könige machet, der ist wider den Kaiser. Da Pilatus das Wort höret, führet er Jesum heraus und setzte sich auf den Richtstuhl an der Stätte, die da heißt Hoflaster, auf Hebräisch aber Gabbata. Es war aber der Rüsttag in Ostern um die sechste Stunde, und er spricht zu den Juden, seht, das ist euer König. Sie schrien aber, weg, weg mit dem, kreuzige ihn. Spricht Pilatus zu ihnen, soll ich euren König kreuzigen? Die hohen Priester antworten, wir haben keinen König, denn den Kaiser. Da überantwortet er ihnen, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen aber Jesum und führten ihn hin. Und er trug sein Kreuz und ging hinaus zu der Stätte, die da heißt Schädelstätte, welches heißt auf Hebräisch Golgatha. Allda kreuzigten sie ihn und mit ihm zween andern, die beiden Seiten, Jesum aber mitten inne. Pilatus aber schrieb eine Überschrift und setzte sie auf das Kreuz, und da war geschrieben, Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Diese Überschrift lasen viele Juden, denn die Stätte war nahe bei der Stadt, dass Jesus gekreuzigt ist. Und es war geschrieben auf Hebräisch, Griechisch und Lateinisch sprach. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilatus, schreib nicht der Judenkönig, sondern dass er gesaget habe, ich bin der Judenkönig. Pilatus antwortet, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Die Kriegsknechte aber, da sie zu Jesum gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teil. An jeglichen Kriegsknechten ein Teil, dazu auch den Rock. Der Rock aber war ungenäht, von oben an gewirket, durch und durch. Da sprachen sie untereinander, lasset uns nicht den nicht zerteilen, sondern darum losen, wes er sein soll. Auf das erfüllet würde die Schrift, die da saget, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über meinen Rock das losgeworfen. Solch täten die Kriegsknechte. Es stimmt aber bei dem Kreuze Jesu seine Mutter und seine Mutter Schwester Maria Kleophas Weib und Maria Magdalene. Und nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Weib, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu seinem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich.
Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, dass die Schrift erfüllt würde, spricht er: Mich dürstet. Da stand ein Gefäß volles Essiges. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um seine Isopen und hielten es ihm da zum Munde. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht, und neiget sein Haupt und verschied. Die Juden, dieweil aber es der Rüsttag war, dass nicht das Leichnam am Kreuze blieben, den Sabbat über, und desselbigen Sabbatstag war groß, baten sie Pilatum, dass ihre Gebeine gebrochen und sie abgenommen würden. Da kamen die Kriegsknechte und brachen den ersten die Beine und dem anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesu kamen, da sie sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern der Kriegsknechte einer öffnet seine Seite mit einem Speer, und alsbald ging Blut und Wasser heraus. Und der das gesehen hatte, der hat es bezeuget, und sein Zeugnis ist wahr. Und derselbige weiß, dass er die Wahrheit sagt, auf das auch ihr glaubet. Denn solches ist geschehen, dass die Schrift erfüllt würde: Ihr sollt ihm kein Bein zu brechen. Und abermal spricht einander Schrift: Sie werden sehen, in welchem sie gestochen haben. Danach bat Pilatum Josef von Arimathäa, der ein Jünger Jesu war, doch heimlich aus Furcht vor den Juden, dass er möchte abnehmen den Leichnam Jesu, und Pilatus erlaubet es. Es kam aber auch Nikodemus, der vormals bei der Nacht zu Jesu kommen war, und brachte Myrrhen und Aloen untereinander bei 100 Pfunden. Da nahmen sie den Leichnam Jesu und bunden ihn in Leinentücher mit Spezereien, wie die Juden pflegen zu begraben. Es war aber an der Stätte, da er gekreuzigt ward, ein Garten, und in dem Garten ein neu Grab, welches niemand je gelegt war. Daselbst hin legten sie Jesum um des Rüsttages willen der Juden, dieweil das Grab nahe war. Evangelium St. Johannes, Kapitel 20. An der Sabbata einem kommt Maria Magdalena früher, da es noch finster war, zum Grabe, und siehet, dass der Stein vom Grabe hinweg war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petro und zu dem anderen Jünger, welchem Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grabe, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grabe. Sie liefen aber die Zween miteinander, und der andere Jünger lief zuvor, schneller denn Petrus, und kam am ersten zum Grabe, und gucket hinein, und siehet die Leinen geleget. Er ging aber nicht hinein. Da kam Simon Petrus ihm nach und ging hinein in das Grab, und siehet die Leinen geleget. Und das Schweißtuch, das Jesus um das Haupt gebunden war, nicht bei die Leinen, sondern beiseits eingewickelt an einem sondern Ort. Da ging auch der andere Jünger hinein, der am ersten zum Grabe kam, und sah und glaubt's. Denn sie wussten die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Da gingen die Jünger wieder zusammen. Maria aber stund vor dem Grabe und weinet draußen. Als sie nun weinet, gucket sie in das Grab und siehet, zween Engel in weißen Kleidern sitzen, einen zum Häupten und den anderen zum Füßen, da sie den Leichnam Jesus hingelegt hatten. Und dieselbigen sprachen zu ihr: Weib, was weinest du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich zurück und siehet Jesum stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Weib, was weinest du? Wen suchest du? Sie meinet, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo hast du ihn hingeleget, und so will ich ihn holen. Spricht zu ihr Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm: Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Gehe aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria Magdalena kommt und verkündigt den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen, und solches hat er zu mir gesagt. Am Abend aber desselbigen Sabbats, da die Jünger versammelt und die Tür verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten ein und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das sagt, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermal zu ihnen: Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch.
Und da er das saget, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmet hin den Heiligen Geist. Welchen ihr sie die Sünde erlasset, den sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, den sind sie behalten. Thomas aber, der Zwölfen einer, der da heiße Zwilling, war nicht bei ihnen, und Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Es sei denn, dass ich in seinen Händen sehe die Nagelmal, und lege meine Finger in die Nagelmal, und lege meine Hand in seine Seiten, will ich's nicht glauben. Und über 8 Tage waren abermal seine Jünger drinnen und Thomas mit ihnen. Kommt Jesus, da die Tür verschlossen waren, und tritt mitten ein und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und siehe meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Dieweil du mich gesehen hast, Thomas, so glaubest du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Auch viel andere Zeichen tät Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, dass ihr glaubet, Jesus sei Christ, der Sohn Gottes, und dass ihr durch den Glauben das Leben habet in seinem Namen. Evangelium St. Johannes, Kapitel 21. Danach offenbaret sich Jesus abermal an dem Meer bei Tiberias. Er offenbaret sich aber also. Es war beieinander Simon Petrus und Thomas, der da heiße Zwilling, und Nathanael von Kana Galiläa und die Söhne Zebedei und die anderen 2 seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich will hin fischen gehen. Sie sprachen zu ihm: So wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und traten in das Schiff, also bald, und derselbigen Nacht fingen sie nichts. Da es aber jetzt Morgen war, stund Jesus am Ufer, und die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werfet das Netze zur Rechten des Schiffes, so werdet ihr finden. Da wurfen sie und konnten's nicht mehr ziehen vor der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, welchen Jesus lieb hatte, zu Petro: Es ist der Herr. Da Simon Petrus höret, dass es der Herr war, gürtet er das Hemd um sich, denn er war nackt, und warf sich ins Meer. Die anderen Jünger aber kamen auf dem Schiffe, denn sie waren nicht ferne vom Lande, sondern bei 200 Ellen, und zogen die Netze mit den Fischen. Als sie nun austraten auf das Land, sahen sie Kohlen gelegt und Fisch drauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringet her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg stark hinein und zog das Netz aufs Land, voll großer Fische, 153. Und wiewohl ihr so viel Waren zerriss, doch das Netze nicht. Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern durste ihn fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, dieselbigen gleichen auch Fisch. Das ist nur das dritte Mal, dass Jesus offenbaret ist seinen Jüngern, nachdem er von den Toten auferstanden ist. Da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Johanna, hast du mich lieber, denn mich diese haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißest, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Weide meine Lämmer. Spricht er zum anderen Mal zu ihm: Simon, Johanna, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißest, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Johanna, hast du mich lieb? Petrus war traurig, da er zum dritten Mal zu ihm sagt: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, da du jünger warst, gürtest du dich selbst und wandelst du, wohin du wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken, und einander wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Da saget er aber zu deuten, mit welchem Tode er Gott preisen würde. Da er aber das gesaget hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, welchen Jesus lieb hatte, der auch an seiner Brust beim Abendessen gelegen war, und gesaget hatte: Herr, wer ist's, der dich verrät? Da Petrus diesen sah, spricht er zu Jesu: Herr, was soll aber dieser? Jesus spricht zu ihm: So ich will, dass er bleibe, bis ich komme. Was geht es dich an? Folge du mir nach. Da ging eine Rede aus unter den Brüdern: Dieser Jünger stirbt nicht.
Und Jesus sprach nicht zu ihm, er stirbet nicht, sondern so ich will, dass er bleibe, bis ich komme. Was geht es dich an? Dies ist der Jünger, der von diesen Dingen zeuget und hat dies geschrieben. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahrhaftig ist. Es sind auch viele andere Dinge, die Jesus getan hat, welche, so sie sollten eins nach dem anderen geschrieben werden, achte ich, die Welt würde die Bücher nicht begreifen, die zu beschreiben wären.